Hallo Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Part von Prince of Persia, die Lost Crown. Können mal kurz gucken, was in den Neuigkeiten steht. Genau das habe ich das letzte Mal vergessen, da drauf zu gehen. Das war schon verfügbar. Gratis-Update, Boss-Attack. Erledige besiegte Bosse auf jeder Schwierigkeit in Bossrache. Besiege sie alle nacheinander in Boss-Marathon für neue Outfits. Okay, das ist cool. Achterbahn in der Zuflucht überwacht die Prüfungen. Ah, also wird wahrscheinlich der Boss-Rush anscheinend jetzt schon bei ihm verfügbar sein. Das ist cool. Und als ich jetzt Part 31 im Videobearbeitungsprogramm hatte und ich so lange gegen diesen einen... Ja, gegen diesen einen Wächter da im Kerker gekämpft habe, dachte ich mir, Alter, also wenn ich mir mal den Boss Rush gebe, das wird eine heftige Sache werden, weil da habe ich mich so angestellt in dem Kampf. Das wird witzig werden, Freunde. Und das haben wir zuletzt schon gelesen. Genau, da habe ich ja irgendwie gemeint, das sind ja nicht so wirklich Neuigkeiten, sondern auch irgendwie Tipps da am Ende. Ja gut, legen wir los, Leute. Wir haben zuletzt am 30. Mai gespielt. Die Prozentzahl hat sich nicht stark erhöht, aber egal, Freunde. Wir werden jetzt hier weiterspielen. Und ja, ich hoffe, diesmal wird es ein flüssigeres Unterfangen sein. Nicht so ruckelig, hakelig, wie ich das letzte Mal angestellt habe. Das hat mir natürlich ein bisschen leid getan, aber das soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Ich denke jetzt mal, da wir diese Fähigkeit, die Hellsicht haben, wir können uns hier noch ein bisschen umsehen, aber eigentlich haben wir das Archiv durch. Und ich muss sagen, ich habe auch noch kurz im Part 29 gespickt und habe mir den Tipp von Faribar angehört, weil ich, wo wir uns halt die Tipps da angehört haben von ihr, ich habe ja jetzt gar keine Orientierung, da ist die Zuflucht, dann dachte ich, sie hat gemeint, es gibt eine Feder im Wald und eine Feder, danke für die Ruckler, eine Feder hier im Hafen und die dritte Feder ist eben im Kerker. Aber ich habe den Tipp nochmal angehört und so ist es eben nicht. Sie hat von dem hier gar nicht gesprochen. Und was sie mit Wald gemeint hat, war... Also im Hafen gibt es irgendwo eine Bergspitze und dort ist eine Feder. Kann schon sein, dass sie mit Bergspitze das hier meint, weil es dann eigentlich hierhin geht. Aber sie hat nicht von dem Ort gesprochen. Und wir erinnern uns, also selbst, dass wir jetzt die Hellsicht haben, die dürfte uns hier nicht wirklich helfen. Deswegen denke ich, und das sagt hier oben auch jetzt die Quest, betritt die Grube der ewigen Sande. Und ja, also Oroth müssen wir ignorieren, also ich sehe da keinen Weg weiter. Ja. Genau, ich würde hier mal gucken. Weil wir jetzt ja mit der Fähigkeit doch wahrscheinlich einiges machen können. Aber ich würde zu Oroth gehen. Wir könnten eigentlich hier rechts einfach jetzt zu... Nochmal kurz hier zur Zuflucht laufen. Uns vielleicht kurz stärken und so. Aber dann würde ich tatsächlich... Jetzt habe ich einen kleinen Hänger. Wo will ich denn eigentlich hin? Weil Oroth schließt... Ah ja, stimmt, genau. Ja. zur Grube der ewigen Sande. Es wird noch mehr Sachen geben, Leute. Hier all die Gebiete da oben. Auch das mit dem Schloss. Das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht ausprobieren. Ich glaube nicht, dass die Hellsicht da helfen kann. So, genug gequatscht. Weiter geht es. Ach, und das ist schon hier das Gebiet. Hier wird auch die Hellsicht nicht helfen. Das meine ich jetzt schon zu wissen. Ja, dann... Dann wird uns hier nichts helfen können. Finde ich einerseits
schade, aber gut, nehmen wir die Erfahrung noch mit, dann macht auch der Abstecher zur Zuflucht Sinn, sagen wir es mal so. Und ich merke wieder, dass ich wie immer den klassischen Timer vergessen habe. Das soll nicht euer Nachteil werden. Jetzt sehe ich nichts, weil ich aufs Handy gucke. Da fällt mir nur ein Don't Drink and Drive. Ey, gut, dass jetzt hier keine Gegner erscheinen. So, wir haben unsere Stoppuhr. Der Keil wird es wahrscheinlich niemals lernen. Das kann ich euch vielleicht jetzt schon mal als Teaser sagen. Wer weiß, wer weiß. Aber cool auch, dass wir nochmal hier diese coolen Fallen mitnehmen. Und ich würde sagen, runter geht's in die Zuflucht. Oh Gott. Na, ich hab dich unterschätzt. Ich dachte, du machst nichts. Boah, ich würde ihn gern zu den Fallen locken. Aber ich glaube, das wird mir nicht gelingen. Mist. Ah, komm schon. Okay. Blöde Spielerei, die uns nichts gebracht hat, aber gut. Wow, das war mutig, sage ich euch. Aber das Spiel läuft... Ja gut, das Spiel lief eigentlich auch schon bei der letzten Aufnahme ganz gut. Ich habe ja erst danach gesehen, dass es ja nicht so gut lief. Aber ich glaube, ich muss den Aufzug erst rufen, weil diese Plattform da eben nicht der Aufzug ist. So, jetzt geht's runter. Ja, Leute, ein bisschen off-topic. Ich habe ja im letzten Part gesagt, ich muss Ende Juli umziehen. Oder ausziehen, besser gesagt. Deswegen weiß ich wirklich nicht. Ja, ich habe hier ein bisschen auch Druck, dass das LP zu Ende gebracht wird. Deswegen müssen wir mal echt mal gucken. Ah, gut, dass wir hier sind. Mal sehen, was Kahiva zu sagen hat. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt nicht falsch ausgesprochen. Willkommen. Möchtest du etwas schmieden lassen? Was hast du? Doch, sie heißt Kahiva. Puh. So, Xerxes, haben wir keine Ahnung. Ah ja, stimmt. Da hier war ich ja traurig, dass ich das letzte Mal nicht wirklich Geld gespart habe. Mich überfordern tatsächlich die Amulette immer noch, weil wir haben jetzt ja einen Slot mehr. Boah, jetzt weiß ich gar nicht, ob wir den schon ausgerüstet haben. Ich glaube, was ich gesehen habe in den Parts, noch nicht. Aber ich kann mich auch irren, aber... Ja, komm, warum nicht? Geizen wir nicht. Mehr Pfeile. Ja, gut, dass man da auch ein Maximum sieht. Aber kann auch nur vorübergehend so sein. Wer weiß, wer weiß. Und den Bogen Chakram stärker machen. Das klingt ja stark nach mir. Aber ich... Mittlere Erhöhung. Wir sollten mal die Waffen... Ah ja, beides für Mittel. Aber trotzdem... Ich habe das Gefühl, wir sollten auch im Nahkampf besser werden. Ja gut, jetzt sind wir eh pleite. Was hast du zu sagen? Göttliche Energie ruft nach dir. Du solltest antworten. Ich könnte mir vorstellen, dass sie damit meint, dass wir jetzt diese Fähigkeit haben und nach rechts lurren können. Schauen wir mal vorbei. Ah ja, stimmt, ich habe hier jedes Mal Angst, dass da, wo man jetzt hier die Lava sieht, der Abgrund ist. Ist es aber nicht. Das ist so eine optische Täuschung, ey. Nein, das ist ja peinlich. Ich dachte, er zieht sich hoch. Meine Güte. Haben wir alle nicht gesehen. Turm der Stille, alles klar. Der Keil dachte, es geht storytechnisch weiter.
Aber wir machen doch irgendwo einen Abstecher. Ich schau mal kurz auf die Karte, aber ich nehme mal an, die wird jetzt nicht, Oh. Doch, 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 die ist auf der Karte verzeichnet, der Ort. Und... Interessant. Ja, dann schauen wir uns mal hier um, weil, hier in die Grube der ewigen Sande, die welche sogar Simurgh bewacht, wenn wir irgendwelche Stärkungen mitnehmen können, machen wir das auf jeden Fall. Das sage ich nicht nein. Oh, und ein Schneegebiet. Da wird, Scheiße, wie heißen wir nochmal? Nicht Hassan? Oh Gott, Leute. Es war eine sehr harte Woche für mich. Ich hoffe, das sei verziehen. Oh Gott, ey, das kann nicht sein, oder? Sargon. Es steht gar nicht hier, aber jetzt ist es mir eingefallen. Sargon. Oh, es ist so ultra peinlich, ich weiß. Ihr denkt euch... Oh Gott. Wie konnte ich nur denken, dass das ein normaler Holzbalken ist? Ja, es war eine harte Woche, stressige Woche. Die Wohnungssuche, ja, macht mich schon krass nervös. Dann Job ist noch ein bisschen fordernd und ja. Aber ich habe auch so gemerkt, selbst wenn die Wohnungssuche nicht erfolgreich wird, was soll schon passieren? Ich meine, das Leben geht weiter. Deswegen ein bisschen chillen muss man. Und ja, keep cool. Im wahrsten Sinne des Wortes, wie dieses Gebiet hier. Und ich muss echt loben, ich finde die Grafik hier richtig gut wieder. Und es wirkt auf mich richtig flüssig. Oh, das Leben wäre schön gewesen. Oh, der hat auch Leben fallen gelassen. Mist. Ich nehme mal an, nicht der fliegende Kopf hat's gebellt, Mist. Sondern hier könnten Wölfe in der Nähe sein. Wow. Ach, der rutscht da gar nicht. Okay, ich dachte schon, ich mache was falsch, aber das ist halt, ja, rutschig. Da haftet er halt erst gar nicht. Alles klar. Hey, vielleicht cool, dass wir jetzt auch mehr Pfeile eingesammelt haben. Da wäre auch was. Schön, dass die Fallen den anderen auch wehtun können. Verdammt! Ah, da. Das war knapp. Oh nein, das war tollpatschig. Moment mal, ist hier was? Dürfte nichts. Ah ja, da komme ich nicht hin. Okay, alles gut. Und das ist viel zu knapp alles. Okay, ich hoffe mal, die Gegner dort sind besiegt. Sind sie. Okay. Hierauf umzuschalten bringt nichts. Dachte mir, abchecken lohnt sich. Ist das... Oh Gott. Das war überraschend. Feuerfalke. Pfeile werden zu Brandpfeilen. Der Gegner erleidet einen Verbrennungseffekt. Wow, das ist cool. Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Und mir ist auch jetzt eingefallen in der Zuflucht, wir waren weder bei der Heldenlarin, noch haben wir die Sandgefäße, kann man das so nennen, eingelöst. Also wir sind echt vom eigentlichen Pfad abgekommen. Aber gut, die linke Seite wirkte jetzt auch nicht so groß. Jetzt wäre die Frage, weil hier wieder das Tor ist. Wow, gut, dass ich hier rüber geguckt habe.
Zurück zur Zuflucht, oder? Dann könnten wir gleich die Feuerpfeile ausrüsten. Weil wer weiß halt, wie viel... Ja, kann doppelt sein. Ja, schauen wir uns nochmal weiter um, Leute. Kann ja sein, dass hier ein Dead End ist. Seht ihr, hier ist wieder dieses komische Ding, wovon wir immer noch keine Ahnung haben. Und ich glaube, das war's. Das dürfte es tatsächlich gewesen sein. Und da oben war auch nichts mehr, richtig? Ich hätte da noch einen weiten Sprung machen können. Aber ich glaube, das heben wir uns für ein andermal auf, den Rest aufzudecken. Jetzt von der Karte her könnte man meinen, hier runterfallen wäre gut. Aber die Kamera geht nicht mal runter. Ist wahrscheinlich der Tod. Komm. Wir haben Leben. Ich sag's euch, Leute, wir kriegen anscheinend noch Flügel in diesem Spiel, weil hier sind so unerreichbare Dinge. Das glaubt man nicht. Und schön, dass wir von so einem, ja, Schneegebiet gleich in ein Lavagebiet kommen. Gegensätze, die Gegensätze sind hier ganz schön krass. Willkommen. Möchtest du etwas schmieden lassen? Hast du tatsächlich echt noch was Neues oder steht das jetzt nur da, weil wir noch nicht alles angeguckt haben? Ich glaube letzte... Ah nee, doch, der Feuerfalke ist hier. Hätten wir ein bisschen mehr Geld und das können wir auch gleich holen, verstärken wir die Feuerpfeile. Hey, ich will die ausrüsten, weil das ist jetzt endlich mal was, was richtig Sinn macht auch. Wisst ihr was? Laufen wir mal und lösen wir mal die... Oh Gott, gut, dass das nicht getroffen hat. Ich muss runter, nicht wahr? Ich würde mich jetzt sonst stark täuschen. Ja, es sieht doch gut aus. Oh, da ist einiges dazugekommen. Waren so gefühlt drei der Sandgefäße, würde ich mal sagen. Ey, Leute, ich weiß auch nicht, was ich über das Spiel denken soll. Ich habe echt so das Gefühl, dass das so am Ende als eine Art Prequel zu The Sands of Time sich herausstellt. Weil, also ich weiß ja nichts von der Story. Ich weiß, das Spiel ist schon fast ein halbes Jahr draußen. Ihr werdet wahrscheinlich alles Ende kennen. Oh Gott! Ich habe halt gar keine Ahnung. Ich rate nur. Aber... Es gibt hier schon so Anzeichen, dass das nicht so nur zum Spaß die Lore mit inbegriffen ist. Ja, komm, speichern wir mal. Oder was heißt speichern? Setzen wir auch gleich mal das Amulett ein. Ich habe den einen Slot noch nicht belegt. Das ist gut. Was ist das? Erhöhe den Schaden von auch Ausweichangriffen. Das haben wir noch kein einziges Mal verwendet. Beziehungsweise wir haben es verwendet. Ah, der Rutschangriff. Ist auch mit dabei. Rutschangriff. Eigentlich war das ja nur immer dieser Kick. Aber könnte man vielleicht als... Ja, ich würde das nicht so als Rutschangriff betiteln. Weiß nicht, ob das auch hier für so ein Übersetzungsfehler ist. Wer weiß... könnte man aber erwägen, wegzumachen. Chakram-Zeit verlangsamen ist jetzt auch nicht so wert. Es ist nice to have. Ja, Leben. Das war's auch schon. Ja, machen wir dich weg. Ich fand dich jetzt nicht so... Wie sagt man? Nutzvoll. Atra-Kräfte, lass mal schauen. Wir haben den Bogen auf 2 ausgerüstet. Was gibt's noch so auf 2? Sich über die Gegner teleportieren und dann zu Boden schlagen. Das klingt ja mega heftig. Das klingt irgendwie besser als der Pfeil, weil ich habe das Gefühl, ja, da muss man zielen. Vergesst das mal. Das war das Heilding, okay. Und den einfachen, das ist so das Standardding. Was ist das nochmal? Kreuzhieb und dann geht's nach oben. Sehr effektiv gegen fliegende Gegner. Okay, können wir uns merken, wenn wir wieder so Vögel haben? Dann sehr effektiv, wenn Sargon umzingelt ist. Das klingt cool.
Ah, das haben wir vielleicht in der Demo mal gehabt. Vaios Welle. Ah, das hatten wir auch eine Zeit lang ausgerüstet. Das Ende der Aktion kann abgebrochen werden. Okay. Kann am Boden und in der Luft. Ja, ist beides krass. Ja, ich hab irgendwie ein Gefühl, dass wir umzingelt werden. Machen wir mal das. Gut. Hallo, Sargon. So, einen Hinweis brauchen wir nicht, aber sie hätte einen neuen Hinweis für uns. Das ist schon mal ein guter Hinweis. Also, das bestätigt meine Annahme, dass wir Orat ignorieren sollen. Schatzkarten sagen wir ja nein. Schauen wir mal, was sie zu sagen hat. Ich hoffe, du findest, was du suchst. Das hoffe ich auch. Nutze deine Erinnerungsfragmente, während du nach zweiten Chancen suchst. Man kann nie wissen. Okay. Stimmt, bevor ich das Amulett aufwerte, können wir ja auch noch bei der alten Dame nachsehen. Willkommen. Willkommen. Erzeugt ein spezielles Geräusch, wenn eine. Achso, ja, diese Cheater-Sachen. Senke den Umgebungs. Okay. Ich habe immer geöffnet. Alles klar. Hört man gerne. Willkommen. Möchtest du etwas schmieden lassen? Der Feuerfalke war's. Ja, machen wir das. Ja gut, dann aus die Maus. Irgendwie fand ich den vorletzten Hammerschlag von ihr, ich habe den irgendwie viel wuchtiger erwartet. Und der jetzt, der war jetzt irgendwie in Ordnung. Keine Ahnung, war bestimmt auch Einbildung. So. Wir können mal kurz zu Artaban vorbeischauen. Vielleicht hat er auch ein Training so für uns, was ich bezweifle. Ja, und Leute, allein dass Xerxes hier zeigt, dass wieder verschwunden ist. Wir werden irgendwas hier noch lernen. Schön, dich zu sehen. Alles klar, irgendwas kommt noch. Ja, ich weiß, man könnte sich jetzt frei austoben, aber fürs Let's Play macht es nicht so Sinn. Ich wüsste nicht, was ich trainieren soll. Eigentlich sollte ich die Trainingsfolge mir nochmal reinziehen, weil ich meine, da lernt man immer wieder was. Und die Bossprüfungen, das können wir gerne machen, wenn wir durchgespielt haben. Behalte im Blick, was wirklich zählt. Das machen wir, Artaban. Das machen wir. Und ich werde einen Teleporter brauchen, weil der Weg zum, ich nenne es jetzt mal Sandgefängnis, ich glaube, das ist der Titel, ist schon etwas lang. Und ich finde diese dunkle Gegend so eklig. Wir können uns zwar hier teleportieren, aber das bringt uns nichts. Der Weg war angenehmer. Komm, gehen wir. Wow, sind das Hammerpfeile. Ach du meine Güte. Der Gegen, also die Auf. Das Amulett macht mir jetzt schon Spaß. Genau, hier wollen wir hin. Tja, ich hätte mehr Screenshots machen können, weil man fragt sich jetzt, was ist hier? Aber ich nehme mal einfach an, diese Fähigkeit, ich nenne sie jetzt mal, wir werden fliegen können, die wird gebraucht, da gebraucht werden. So, es ist eigentlich egal, ob ich rechts oder links gehe. Ich gehe mal lieber rechts. Ich habe mal das Gefühl, dass der Weg leichter ist, runterzugehen. Ein Pfeil, aber wer weiß, wer weiß. Okay, ich dachte, der Pfeil wird ihn killen. Okay, hier ist nichts, habe ich mir auch schon fast gedacht. Boah, und ich dachte, der Geiz, die Gier wird mich jetzt hier killen. Okay. Weiter runter, nehme ich an.
Wow. Ja, stimmt, der Weg war hier ja ganz, ganz simpel. Ich glaube, wir sind schon da. So, und es heißt auch, dass das hier Simurgs Klauen sind. Sehen wir uns mal an, was passieren wird. Der alte Mann ist... Der ist weg. Okay, Leute. Blicken wir hinein, was hier nur sein könnte. Ich weiß es nicht. Grube der ewigen Sande, aber wir haben die Bestätigung gesehen. Es wurde nochmal Sandgefängnis genannt. Und oh, das ist auch so cool. Die nutzen einfach das Setting so geil aus. Und dieser Sandfluss hier, der geht rückwärts. Oh, es deutet so krass auf The Sands of Time hin. Leute, endlich geht es weiter. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Wie cool, wie cool. So, obwohl es rückwärts fließt, die Schwerkraft hält uns trotzdem unten. Ich habe mir schon gedacht, dass das wehtut, aber dass das so krass wehtut, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, dann ist dieses Gebiet tabu. Und hier ist schon der nächste Wackwackbaum. Das hören wir doch immer gerne. Gehen wir lieber erstmal zum Wackwackbaum, nicht, dass das da ein Weg ist. Gut. Ich bin vom Schlimmsten ausgegangen. Ich sag, wie es ist. Endlich ein neues Gebiet. Lass mich raten. Hier geht's auch nicht weiter. Ich bin gespannt, was das Spiel noch alles für uns offen hält, weil... Gut, das können wir vielleicht für uns nutzen, dass wir zumindest langsam runtergehen. Ich bin gespannt, was das Spiel noch für uns offen hat. Also, man hat oft das Gefühl, das war's schon, aber anscheinend wird das noch nicht alles gewesen sein. Shit. Das war mal ein fieser Gegner. Also, wir sollten uns wirklich vom Sand mal in Acht nehmen. Ja, ich dachte schon, das wird mich auch killen. Das ist interessant, was das wohl sein wird. Ich nehme jetzt mal an, es ist was Explosives, aber wir wissen es halt noch nicht. Es könnte aber auch im ersten ganz, ganz links diese Holztür kaputt machen. Aber behalten wir das mal im Hinterkopf. Ich will jetzt nicht zu viel umsonst rumlaufen. Mist. Ja, es war was Explosives. Könnte aber trotzdem für die Tür nutzbar sein. So, da war Sand zu sehen, aber es war anscheinend nur von dem Gegner. Boah, das sieht so cool aus hier. Das Sandgefängnis. Ich weiß, dass ich alles will. Nur nicht, dass das... Shit. Beast dort im Sand herumgräbt. Weil dann ist er in seinem Element und wir eben nicht. Okay. Es wird Zeit für einen Sicherheitstrank. Okay, ich dachte, ich könnte da was hochschießen, aber nein. Ah, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ah. Verdammt, verdammt. Ah, zu nervös. Mist, ich dachte, den hat's auch erwischt. Wir brennen auch, aber es könnte wegen dem Pfeil gewesen sein.
Ich dachte hier schon, kommt auch gleich der nächste Gegner. Aber anscheinend nicht. Also der Sand, der fließt hier... Ich weiß nicht, ob die Zeit rückwärts ist, aber die Schwerkraft ist für den Sand vielleicht auch einfach nur rückwärts. Wir wissen es nicht. Das ist kein Abgrund, aber die Kamera will nicht runtergehen. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Oh, okay. Wir müssen schnell sein. Na, haben wir die Erfahrung schon? Oder ist die jetzt auch hochgeflogen? Das könnte auch sein, weil da war jetzt nicht viel zu erkennen. Ist das hier ein Geheimnis? Es geht runter. Wir können nach rechts, aber ich will nicht nach rechts. Zack. Nicht unbedingt Geheimnis, aber ein bisschen mehr Kristalle. Oder haben wir jetzt einfach nur den Weg abgekürzt? Wow, Alter, ist der stark. Mist, und da ist eine Falle. Was ist denn da? Ja, was hat denn die Falle betätigt? Da ist doch ein Fall von dort gekommen, Leute, oder? Liegt's an mir? Oh, ich merke jetzt erst, dass es wirklich rückgängig geht. Deutet auch eigentlich eher auf Zeit hin. Ach du meine Güte, sieht's hier super aus. Lass mal kurz bestätigen. Ja, wir wären tatsächlich... Ah, okay. Der Kristall wäre nicht erreichbar gewesen. Alles gut. Das wird gefährlich, glaube ich. Oder? Auch nicht. Na, Mist. Haha, gut, dass das auch so machbar ist. Mist. Wir können uns echt an unseren eigenen Pfeilen verbrennen, was ja auch total Sinn macht. Wir haben nicht mal eine Rüstung an. Dann würde tatsächlich das Amulett Sinn machen, dass das gegen Verbrennungen schützt, oder? Ja, Leute, ihr kennt mich. Wack-Wack-Bäume sind... Verdammt. Shit, wir kommen nicht mehr zurück. Ich wusste es. Ich wollte jetzt auch sagen, es ist bestimmt irgendwann mal ein Fehler, immer nach Wack-Wack-Bäumen zu gehen. Aber wir werden bestimmt hier irgendwann mal wieder zurückkehren. Ich sollte lieber zum Wack-Wack-Baum gehen. Weil wenn er schon da ist, sollten wir den nicht ignorieren. Oh, es sieht hier so cool aus. Shit, ey, hier ist irgendwas los. Also Art Design haben die mit dem Spiel so gut getroffen. Der Controller vibriert. Hier können wir wahrscheinlich nicht weiter. Gut, dann... Wir könnten auch hier runter, aber ich will nicht wieder nochmal runtergehen. Und dann denkt man sich, es gibt keinen Weg zurück. Deswegen lass mal hier gucken. Ja, der brennt viel. Wow. Ist schon krass, in welchem... Egal wie viel Schaden die bekommen, die raffen sich einfach auf. Okay. Wow, das war so klar, dass das... Shit, ey. Okay, cool, dass wir das Chakram haben, weil das scheint eine effektive Waffe gegen den zu sein. War ich da oben? Nee, war ich nicht, weil... Okay. Hoch komme ich aber nicht wirklich, auch wenn ich die kaputt mache. Hier könnten wir hoch. So, ich sollte aufpassen. Ja, genau, dass er das nicht macht. Oh!
Seine Attacke geht rückwärts. Sein Speer. Da ist ja der Moonwalk, den wir gerade machen, auch nicht mehr besonders. Okay, da komme ich nicht hoch, aber ich hier. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich hin will, aber lass mal hier gucken. Shit. Ist nur der Weg zurück, oder? Ja, ist ja. Wow, aber gut, dass wir das gemacht haben. War das eine heulende Stimme dort? Oh, shit. Wo sind die jetzt? Sind die in den Stacheln drin? Ja, sind sie. Shit, wo sind die denn? Also ich sehe die Stacheln nicht. Okay, ich glaube, ich dürfte alles abgesucht haben hier. Ich glaube, ich habe jetzt gerade ein bisschen wie Yoda gesprochen, aber okay, alles gut, Leute. Oh. Es sieht nur duftig hier aus. Hm? Das hier erscheint mir schwer, deswegen wollte ich jetzt hier unbedingt rein. Aber... okay, vielleicht gibt es auch einen anderen Weg dahin. Das kann sein. Hm. Oder wir kehren ein anderes Mal hier hin. Okay, hier ist ein Xerxes. Shit. Niedrigspringkeil. Okay, ich war jetzt sogar ein bisschen zu schnell. Und es wird nichts bringen. Wow, ich dachte schon, ich kann das Ding da nicht machen. Irgendwie kriege ich so ein bisschen... Ah, wir können springen da drin, okay. Dann lass es nochmal versuchen. Irgendwie bekomme ich gerade solche super Star Wars Vibes. Da gab es ja bestimmt auch mal so ein sandiges Level. Alles voller Stacheln. So vielleicht modern wäre vielleicht Celeste ein guter Ableger. Aber ich muss jetzt irgendwie an Super Star Wars auf dem SNES denken. Ach, das geht die ganze Zeit. Ja, das hätten wir früher beigebracht bekommen können. Aber ist wahrscheinlich auch Absicht. Von der Karte her gehen wir auch irgendwie wieder zurück. Da können wir nicht zurück. Aber wir sind immer noch drunter. Ja, genau. Habe ich so geschätzt. Ah, okay. Unterm Wack-Wack-Baum. Und wir werden wahrscheinlich da jetzt so eine Runde machen. Und was ist hier? Oh. Okay. Das ist zu riskant, Freunde. Trinken wir lieber. Ja, zum Glück sprühen diese Pfeile keine Funken. Das wäre ein bisschen zu gefährlich. Dass man sich dann auch so verbrennt. War da jetzt noch oben was nach links? Ich weiß es gerade nicht mehr. Nee, okay. Ohohoho, das war unvorsichtig. Aber wir hätten eh so runtergesollt. Gut, das könnten wir eher als einen Weg zurück ansehen. Oh, ich hasse das. Wie krass sind denn die? Gut, dass er Leben hat. Ist hier irgendwie was oder wo kommt das her? Nehmen wir dich mit. Mich interessiert was unten. Okay, komm. Come on. Noch ein Fuck-Fuck-Baum. Dann ist es doch hier ein bisschen verzwickter als gedacht. Okay, hier ist nichts weiter. Ja gut, so viele Wege, aber alle führen wahrscheinlich am Ende nach Rom, nicht wahr? Naja. Ich würde aber sagen, wir schauen jetzt mal nach diesem Wack-Wack-Baum. Oh je, ich stecke fest! Hier drüben kannst du mich befreien, Freund! Hol mich hier raus! Natürlich machen wir das. Glaub
Glaubst du, dass sich alle Schicksale überschneiden? Dass wir alle verbunden sind? Ich habe nie so genau darüber nachgedacht. Falls es so ist, muss ich ehrlich zu dir sein, mein Freund. Ich sehe diese Mondstücke nicht. Hab Vertrauen. Der wahre Mond scheint für uns beide. Sollen wir weitermachen? Stille beklagt den Verlust des wahren Mondes. Wind und Flüstern sagen uns, wo wir das nächste Mondstück finden. Kurz habe ich schon gedacht, dass hier jetzt so questmäßig die Antwortoption kommt, ja oder nein. Aber gut, es geht einfach weiter. Gut, das passt. Weil wenn wir wirklich jetzt abwägen müssten, vertrauen wir ihm weiter, machen wir da weiter mit, dann wäre ich jetzt echt tatsächlich ein bisschen unsicher an dieser Ort und Stelle oder so, wie der Dialog verläuft. Aber ja. Ich hoffe, du magst Gefahr, Sargon. Die hier gefangene Göttin ist mehr als nur böse. Das spielt keine Rolle. Wenn diese Kreatur... Azdahar. Wenn Azdahar das Geheimnis einer zweiten Chance hat, um Hassan zu retten, werde ich gehen. Kein Sterblicher ist je hineingegangen. Schreite nur voran, wenn du dir wirklich sicher bist, Sargon. Das ist schon irgendwie witzig. Ich krieg echt Vibes, dass das... Dass das hier ein Tessence of Time, eine Origin Story ist. Aber ich hätte wirklich Bock, wenn es wirklich so wäre. Scheint nichts zu... Oh, wenn ich jetzt runtergehe, dann gibt's kein Zurück mehr. Vielleicht kriegen wir endlich diese Flügel oder diese Fähigkeit von der... Ach, okay, doch. Hier würden wir runterkommen, hochkommen können. Weil ich will tatsächlich zum Wack-Wack-Baum, Freunde. Teleporter haben wir jetzt auch freigespielt. Und da ist der Wack-Wack-Baum, Freunde. Du hast mich erschreckt. Naja, ich mich nicht, aber gut. So, Freunde, ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Prince of Persia, die Forgotten Mist, jetzt habe ich gefällt. The Lost Crown. Ciao.